Paul, das ist ein Naturschutzgebiet. Oh, da kann ich mal pinkeln. Die Fahrräder dann hier langfahren. Nicht wie am Stachelberg. Robert, wie entsteht so eine Wiese mitten im Wald? Ja, indem man Holz schlägt. Ah. Feuerholz. Die guten Bayern, die haben doch die schönen Zeckenwiesen. Ja, aber ich glaube gar. Ja doch, hier vielleicht schon wieder. Jede dritte Zecke ist in dem krassen Gebiet der Polio. Seid ihr da geimpft? Ich bin, also gegen Borreliose geht der, glaube ich, nicht, oder? Nee, nur gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis. Ich habe im Namen der Corona-Impfung, Tino, habe ich irgendwann mal meinen Impfpass genommen und dann... Ja, aber warte mal, ja. Als ich mir diese kranke Handentzündung jetzt hatte, ne, ja, wurde gecheckt, ob ich noch gegen Borreliose geimpft bin. Also meine, dass das nicht geht. Ich glaube, es geht nur gegen Frühsommer-Meningo, also gegen FSME. Okay. Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das ist, glaube ich, sowas wie Gehirnhautentzündung. Hendrik Hambach, hm, hatte ich eine ausgenommene Fahrgemeinschaft. Ja. Wer in dem Abi und der von der Technik Jenbach, links. Jetzt kommen die Höhenmeter. Hallo? Ja, habe die Erde. Die hopst die Kraft. Das ist wirklich eine steile Strecke. Muss man dann wirklich auch mal ein bisschen aufpassen hier. Hier wird nicht geschoben. Jawohl, nicht geschoben. Was? Nicht geschoben, sehr gut. Boah, jetzt habe ich Seitenstiche.
lange kurvenreiche Abfahrt. Klingt doch spaßig. Ah, kann man mal durchatmen. Willst du eine Pause machen? Ach so, okay. Ja, wollen wir weiter? Okay. Oh, Wasser. Wasser. Das reicht mir jetzt hier mit diesem Durst. Verdammte Scheiße nochmal. Ach, das war eine andere. Schau mal. Da unten dieser Übergang. Ja.
Oh, da versuchen sich die Leute. Ja, die waren etwas sportlicher wie wir. Für den E-Bike. Ach, wie geil. Genau. Ach, wie geil. Guck mal nach da unten. Alter. Boah. Muss mal das Fahrrad hier angehen. Die Frage ist denn, wo man da hinkommt. Das ist der perfekte Tappen. Wieso nicht da zum Stein? Aber da unten ging er auch. Ja, da hinten, das geht auch so langsamer, oder? Ja. Sein tut dir nur nicht weh. Ja. Hoffentlich ist hier nicht so viel Pestizide drin. Wenn ich mit der rechten Spur fahren will, passiert da was? Ja, ich habe schon 700 Milliliter. Das sieht nämlich unten mit an. Sven, mach das doch mal so. Ja, so machen wir, ne? Der andere war alle durchfallen. Thank you.
Ja, wir sind ja gleich in Österreich. Ich glaube, das ist die Grenzbrücke hier nach Österreich. Okay, Grenzfallbrücke. Oh, ja, man sieht es, da ist in Österreich. Ja, Österreich. Ja. Ich fahre lieber auch rechts, falls einer von vorne kommt. Hier rechts, wa? Achenkirch. Achenkirch. Naja, wir fahren volle Vorrichtung Landstraße. Gut. Bergauf und bergunter.
Ja. Links vorbei. Dankeschön. Ja.
Servus. Hier wäre sicher auch cool zu pennen. Keine Wände mehr. Nein. Schauen wir mal. Ah, da kommen wir links vorbei brettern. Servus!
genau. Aber das Bild liegt halt da. Okay. Hier, das
das erinnert mich komplett an diesen. Bei der Rhön. Oh, oh, bei der Rhön. Reinklingt. Wir müssen Tino warnen. Ja. Dass wir eine Chance haben und wissen, wo wir lang fahren. Ja. Ja, das ist gut. Daniel.